Willkommen zurück zu Pokémon Purpur. Nicht ganz allein, denn Teddy ist hinten im Hintergrund immer noch dabei. Ey. Ich sagte gerade, ey, das ist voll niedlich gewesen. Ja, wir haben hier vorne eine tolle Stadt, die wir gefunden haben, nachdem wir ein paar Herrscher besiegt haben in der letzten Aufnahmesession. Also die letzten paar Parts für euch. Mal schauen, was das für eine Stadt ist. Teddy hat ja schon so ein beunruhigendes Lautchen von sich gegeben. Puerto Marinedo. Willkommen in Puerto Marinedo. Unser Markt ist berühmt für sein geschäftiges Treiben. Okay. Die Stadt sieht ein bisschen langweilig aus, aber... Vom Außen her sieht die Stadt eigentlich schon schön aus. Nur, dass mal wieder schöne Häuser... Ach, lass mich raten, ich kann nicht rein. Ich kann keinen Hausfriedensbruch begehen. Wieder mal verlaufen. Mann, wie üblich. Man verläuft sich hier sehr oft. Ja, Mann, also die 1000 Wege, die es hier gibt, also... Ja... Oh, ich liebe die ganzen Häuser. Mein Gott, wie kreativ. Oh, ich kann da nicht rein. Oh, wie cool. Das Haus ist auch cool. Oh mein Gott, cool. Dieser Ort ist voller Leben. Ich sehe es. Ich sehe das Leben. Okay, die Aufnahme läuft noch flüssig. Ich bin immer paranoid. Okay, und weiter. Ja, okay. 1000 Läden. Ich sehe schon. Puerto Marinedo. Der Name Marinedo kommt vom Marinieren. Ja, nichts geht über Fleisch- oder Fischgerichte, die in einen Zitronen- oder Essigsoße eingelegt wurden. Oh, einfach nur lecker das Ganze. Ist richtig geil, so zappelig bin ich, weil es so lecker riecht. Sieh dir unsere Ware an, jetzt kommt keine falsche Scheu. Kauf, kauf, kauf. Ganz viel Kauf. Ja, vielleicht später. Die Meeresbrise. Der Wind, der vom Meer herüberweht, ist sehr angenehm. Es sei denn, man ist ein Stahl-Pokémon. Das viele Salz dürfte ihnen überhaupt nicht gefallen. Okay. Und? Was hat mich das zu interessieren? Ah, süß. Das ist eine... Ich weiß nicht, wie das Pokémon heißt, aber es ist süß. Dieses Zeichen. Ist es nicht Wummer? Stimmt, Wummer. Deine Susi ist schlau. Sie kennt alle Pokémon. Wollen wir zum Strand gehen? Gibt's dort Pokémon? Nein, aber Sand. Ja, es ist Montag, es gibt wieder mal schönen Spaß bei uns. So nützlich. Ein eigenes Reih-Pokémon zu besitzen ist echt praktisch, weil man es so aufmotzen kann wie meins. Ich möchte an einer Auktion teilnehmen. Meinst du wirklich, dass es eine gute Idee ist, da mitzumachen und Corona und so? Ja, Mann, richtig geil. Mann, die haben Spaß draußen. In meiner Jugend... Ich frage mich, ob man das hört. Wahrscheinlich, oder? Als junger Mann war ich ein echter Heißsporn und überall dort zu finden, wo es Zoff gab. Oh Mann, dieser Ort ist wirklich voller Leben, ey. Da gibt's sogar ein paar Demos. Boah, richtig geil. Da haben sie Spaß, da haben sie Spaß. Was haben wir hier für ein Pokémon? Auch dessen Namen weiß ich nicht, aber Drache, glaube ich, war es. Drache Wasser. Pfeif! Pfeif! Und hier haben wir die Weiterentwicklung, glaube ich. Ja. Solange sie nicht sowas schreien hier. Ortsname! Ja, genau. Ja, ja. Ah, schon wieder Werbung. Am besten knüll ich sie einfach zusammen und lasse mein Pokémon. Knüll ich sie zusammen und Pokémon spielen. Immer das Gleiche mit der Werbung. Werbung, Werbung, Werbung. Ich hasse Werbung. Ja, ja. Ja, gut. Die Gegend ist ein bisschen komisch. Das ist eine Art Hafenstadt. Diese rechteckigen Dinger sind Schiffscontainer. Wie der Name schon sagt, werden sie mit Waren beladen und dann auf einem Schiff übers Meer gebracht. Und hier oben scheint nicht zu sein, aber hier ist ein Item. Welches wahrscheinlich total unnötig ist. Ich muss immer darauf achten, dass meine Aufnahme nicht laggt. Ich bin da sehr paranoid. Sehr, sehr paranoid. Ja, geile Geräusche draußen. Dieser Watcher sieht es halt aus, als würde es laggen auf meiner Aufnahme und eigentlich sollte es nicht laggen, aber ich weiß es nicht. Ferne Regionen. Wer in die Ferne will, braucht ein Schiff. So lange Strecken können wir unseren Reit-Pokémon natürlich nicht zumuten. Die Felsen dort. Als ich mal zu den Felsen hinüber geschwommen bin, habe ich gesehen, dass da etwas auf ihnen liegt. Aber ich kam leider nicht ran. Dafür bin ich einfach zu schlecht im Klettern. Ja, geil. Als ob wir da klettern können. Ich meine, man kann es versuchen. Aber... Oh, toll.
Pappkameraden sind einfach klasse. Fotos mit ihnen machen, bringen mich immer zu lachen. Und ja, sag mal, Teddy hat gerade einen Mogelbaum gefangen, kann das sein? Ein Normifin ist ja noch leicht zu erkennen, aber was soll das Muskulöse da sein? Gibt es so ein Pokémon überhaupt? Was denn? Wahrscheinlich, sieht sehr seltsam aus, oder? Ja. Ist aber Kampfwasser wahrscheinlich, das ist eigentlich so etwas, was ich brauchen könnte. Möchtest du mein Normifin? Nö, ich fange mir schon selber eins. Hallo, ich bin Chefina. Nee, ich hole mir schon selber ein. Süß. Reinspring ins Wasser! Westliches Meer von Paldea, endlich mal ein neues Gebiet. Haha. Also ich meine, es sind immer neue Gebiete gewesen, aber wir waren noch nie im Wasser. Und es sieht auch sehr voll aus hier. Also es gibt sehr viel zu erkunden, wie man sehen kann. Die Pokémon-Anzahl hier gerade. Brillant. Nein! Wartet mal. Ich schaffe das. Komm hier hoch. Ja, geschafft. Und da ist sogar ein Gespenst. Phantomkraft. Der Anwender, ja gut, Phantomkraft ist natürlich geil. Ich glaube, oh, warte mal, hi. Ihr seid schön, ist das eure Basis hier? Verschwinde. Ja, ja. Phantomkraft ist wirklich cool, muss ich sagen. Lass mich oben, ich will oben bleiben. Nein, ich will doch gar nicht gegen dich kämpfen. Wieso bin ich jetzt dahin teleportiert worden? Na, Chefi, Neil Coco. Okay. Ja, aber ich stürze jetzt gleich mit euch ab. Hui! Nicht abstürzen, nein! Ich glaube, da oben war sowieso nichts mehr, also. Schon okay. Ist auch schön, wie wir hier so oben im Wasser. So dämlich. Das ganze Steuerung fühlt sich teilweise so dämlich an. Ich meine, dahin sind noch mehr Inseln, also vielleicht können wir uns die auch mal angucken. Phantomkraft könnte man ja sicher jemandem beibringen. Also ich glaube, Nikoko könnte das sicher vielleicht lernen. Ich meine, das ist ein Geist-Pokémon, also. Täuschen leider nicht. Das ist echt heftig. Aber gut, das ist auch eher eine physische Attacke. Also, das ist ja etwas, was vielleicht Teddys cooler Affe, Zombie-Vieh, lernen könnte. Nee, nee. Ich warte noch damit. Komm, ganz ehrlich, du bist doch wahrscheinlich. Weiß nicht, ob du dabei sein wirst. Du musst halt das Play gucken, wenn das so weit kommt, halt. Also, irgendwie brauche ich doch meine Klicks. Irgendwie. Ja, komm ich. Vielleicht komme ich hier hoch. Gut, ich glaube nicht, aber. Ich will doch nur nach oben. Ich bin nach oben. Ich meine, wir sind immerhin hier angekommen, aber nö. Teddy sucht nach einem Mitstreiter. Da mache ich gern mit. Mache ich gern mit. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es ist Gift. Nein, wirklich, was ist das? Weißt du, was das ist? Ich habe das schon mal gesehen, aber ich habe sie nie bekommen. Also, es war so ein Bild auf der Karte. Aber ich habe sie nie gesehen. Okay, bin gespannt. Vielleicht habe ich es schon mal gesehen. Aber es sagt mir jetzt spontan gerade nichts. Sieht doch sehr komisch aus. Wie so ein Gekkerbohr-Kopf mit Beinen. Genau. Auch geil. Die Musik ist voll komisch. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, ich bin eher in Schottland als in Spanien. Bei der Musik. Und was ist es? Was ist das für ein geiles Pokémon? Chefina, öffne deine Augen und zeig mir die Wahrheit. Ich öffne meine Augen jetzt. Oh mein Gott, es ist genial. Es ist brillant. Es ist ein... Wow, ein Schneckmark. Nein, wirklich, was ist das? Es ist ein Frospino. Also ein... Keine Ahnung, vielleicht ist es auch nur ein exklusives Pokémon für dich. Ich weiß es nicht. Sieht sehr seltsam aus. Ich frage mich ja eher, was die Weiterentwicklung... Und wenn es Drachenklaue kann, ist das dann ein Eisdrachen-Pokémon, wenn es Frost heißt? Oder ist es ein Käfer-Eis? Käfer-Eis, Käfer-Drache. Tschüss, Frostpido. Ich hatte ein schönes Leben. Ein sehr, sehr schönes Leben. Ja, man muss doch ein bisschen...
Ich bin tot. Es sieht sehr seltsam aus. Vielleicht ist im Pokédex schon eine Weiterentwicklung. Mal gucken. Komm, bleib in den Ball. Ich fang dich. Yeah. Süß, beste Freunde für immer und ewig. Yeah. Schöner Song. Braucht muss ein Cover machen davon. Fospino, ey. Das ist auch ein komischer Name. Es ist sehr, sehr komisch, aber vielleicht ist die Weiterentwicklung ja cool. Ich glaube nicht dran, aber. Ja. Vielleicht ist es das, was meinen letzten Platz erfüllt. Chefina schwebt im Wasser. Geil. Ich bin Jesus. Es lebt in Wäldern und Felsgebieten. Mit der Kraft seiner Rückenflosse kühlt es sein Nest wie eine Gefriertruhe herunter. Mit seiner Rückenflosse absorbiert es Wärme und wandelt diese in Eis in die Luft. Je wärmer es ist, desto mehr Energie kann es speichern. Bei mir war noch nichts angezeigt. Ich meine, ich könnte ja mal rein theoretisch ein paar der Bonbons mal abgeben. Vielleicht, es ist halt schon Level 35, da kommt halt auch wahrscheinlich auch gar nicht mehr so viel mehr, würde ich sagen. Du willst jetzt nicht trainieren oder so. Ich habe gar nicht geguckt, was für ein Typ hatte das jetzt eigentlich. Drache Eis, also es ist wirklich Drache Eis. Ich meine, ich habe beides nicht im Team, wenn ich ehrlich bin, aber eigentlich wollte ich kein Drachen-Pokémon jetzt unbedingt mitnehmen, also. Aber mal gucken, vielleicht sieht die Weiterentwicklung so cool aus, dass ich sage, boah, das muss ich jetzt unbedingt behalten. Also ich gucke es mal kurz an, ich stopf mal ein L rein, glaube ich. Ich möchte Bodycheck erlernen. Das ist, freut mich für Fospino. Ich weiß trotzdem nicht. Es entwickelt sich jetzt zumindest. Fospino entwickelt sich. Es wird sicher kacke aussehen. So kacke sieht es gar nicht mehr so aus. Sieht trotzdem nicht so schön aus, aber es ist Kreospino. Ist Pinodon? Auf welches Level? 54. Typ immer noch Eisdrache? Mhm. Ja, vielleicht nehme ich dann doch. Vielleicht bleibst du mal drinne. Seine starken Beine ermöglichen es ihm, einen Vorwärtssalto zu machen, um mit den Klingen seiner gefrorenen Rückenflosse anzugreifen. Nee, meinst du weiblich? Da wird meins aber auch weiblich sein. Susi, mein ganzes Team ist weiblich. Ist mir leider auch egal, ob ich jetzt ein weibliches noch habe oder nicht. Ja, gut, mein ganzes Team ist nicht mehr, weil ich Voltrian und Papros ein bisschen außenstehend, aber. Interessant. Ich frage mich, ob. Aber das gucke ich jetzt beim Pokédex mal kurz nach. Weil das interessiert mich. Pokédex. Vielleicht ist es auch nur ein Pokémon, was bei dir existiert und nicht bei mir. Frag mich dann halt, was wäre denn ein Pokémon, das bei dir existiert, was bei mir nicht gibt. Ah, doch, bei mir existiert. Es ist überall im Eisgebiet. Und. Irgendwo beim Klippengebiet, nicht Klippen, doch schon eher nicht Klippengebiet, aber dieses Steinwerkgebiet. Ist nur selten anzutreffen, das erklärt vieles. Süß. Ja, ich glaube, das behalte ich jetzt erstmal mal. Ich meine, das ist neu. Eis und Drache habe ich nicht in meinem Arsenal aktuell, also stopfe ich doch mal ein paar Bonbons rein hier. Kann ich ja noch ein paar alle Ems mal reinmachen. Das ist schon 42, dann schaffe ich noch das eine L rein. Das ist schon 43. Ich stopfe auf alles rein, was ich da habe. Kann das auch nebenbei mal ein bisschen trainieren. Ich muss jetzt mal natürlich ein bisschen gucken, wie die Werte sind. Meine Susi stupst mich einfach an. Das ist ein Angreifer. Spezialverteidigung geht hoch. Okay. Thermowandel wird das Pokémon von einer Feuerattacke getroffen, steigt sein Angriff. Außerdem kann es keine Verbrennungen erleiden. Schon. Also wenn man nicht weiß, was für ein Pokémon das ist dann mit Feuer angreift, ja gut, kann ich schon verstehen, das ist. Das ist schon cool. Wenn es sich noch weiterentwickelt, ist es wahrscheinlich noch stärker, also. Ich meine, das hat jetzt schon 88er Angriff. Also. Ach, warte mal, ja. Ja gut, dann werde ich wohl doch nicht den Delfin nehmen. Oh, ein Ursring. Typ Geist. Okay, warte, dann muss ich mal zu meinem anderen Pokémon wechseln, was sich bald entwickeln wird. Gladiantri. Und let's go.
Abwarten, abwarten. Ich warte ab. Bei diesem Kampf wirst du von anderen Trainern unterstützt. Immer gucken, dass die Aufnahme nicht leckt. Ich hasse das. Wie gesagt, bei mir ist das richtig komisch. Bei mir leckt hin und wieder mal die Elgato. Ich weiß auch nicht warum. Bei dir aber nie. Deswegen finde ich es voll komisch. Ich glaube allgemein, mein PC ist langsam ein bisschen zu schlecht. Kann ich mir vorstellen. Let's go! Aber neuer PC kostet natürlich so viel. Oh mein Gott. Zapira. Na gut, Ursaring. Ja gut, einfach nachtief. Ich hoffe, ich bin schneller. Also sonst muss ich Gewissheit einsetzen. Ja. Gut, so viel Schaden machen wir halt nicht, aber Stufe 4 ist halt mittlerweile auch. Ist auch immer noch. Sehr gut. Aber ich bin ja auch der Anführer. Deswegen. Also ich bin ja derjenige, der die Gruppe aufgemacht hat, deswegen geht das auch noch in Ordnung. Also, ich glaube, wenn bei mir weniger ist als bei dir, dann wird das bei dir nachziehen. Das ist halt immer doof. Nicht sehr effektiv, ich spüre das trotzdem nicht sehr. Okay, solange es nicht dieser blöde Schild kommt. Wieso durfte ich nicht angreifen? Ich muss nicht sehen, wie jetzt Teddy angegriffen wird. Das ist doch vollkommen irrelevant für mich. Wieso sterben denn gerade alle? Sind deren Tode eigentlich irrelevant für den Zeiger? Nee, oder? Nö. Der Timer ist irrelevant für deren Tode. Das finde ich auch sehr fair. Weil in Schwert und Schild wurdest du bestraft. Oh ja, wuhu. Dann mache ich auch mal eine Terra-Kristallisierung. Auch wenn ich gleich sterbe. Let's go! Evoli! Obwohl es eher Let's Go Gladiantri ist. Aber egal. Hallo. Sogar in der Unlichtform mit diesem komischen Unlichtzeichen mit dem bösen Gesicht drauf. Warum auch immer das Unlichtzeichen ist, aber okay. Nimm das. War sehr, sehr geil. Blödes Vieh. Ja, ihr macht das schon fertig. Und ich glaube, der Timer ist jetzt auch egal. Nein! Über dieser Zeitlupeneffekt. KB-Regeneration ist leichter. Und jetzt stirbt das Ursaring, steht da. Ursaring. 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 Los, Gladiantri! Hallo! Ja, komm, das ist jetzt vorbei. Ich finde es schön, dass du dich gerade direkt kristallisiert hast und es nichts gebracht hat. Ach so, den machst du, glaube ich, gerade jetzt. Teddy tritt natürlich weiterhin auf die Leiche rein. Stirb, Ursaring, stirb! Oh nein! Ich bin jetzt auch ein Zombie. Es ist dramatisch, Drehung. Warum lachst du? Ist doch so. Aber du schaust. Ich finde es immer voll komisch. Aber wenn du alleine spielst, ist das nicht so. Wenn du alleine die Terra Raids machst, dann sterben die sofort und du kriegst auch sofort die Nachricht. Aber wenn man Multiplayer macht, dann müssen alle nochmal einmal kurz raufdreschen. Hey, ich habe ja ein paar Bonbons bekommen für mein tolles Pokémon. Ich meine, Eisdrache, es ist ja derselbe Typ wie Kyurem. Also ist das schon mal nicht schlecht. Kyurem ist sowas wie mein Nemesis. Ich stehe schon wieder im Wasser rum. Dieser geschickte Kletterer erklimmt Bäume, um in deren Kronen nach Beeren zu suchen. Trifft er dort auf einen Rasaf, entbrennt es sogleich ein Streit. Deswegen hast du reingetreten, Susi. Das erklärt alles. Elefantending? Patinaraya oder was? Also Patinaraya. Ja, ich glaube, es heißt so. Eisstrahl? Na gut, Eisstrahl ist ja eher eine spezielle Attacke, bringt eher weniger. Dann habe ich noch irgendwelche schlechten Attacken hier drin. Biss ist halt noch drin. Biss ist noch drin. Ja, aber eher spezial bringt ja eher weniger. Ja, noch ein L-Bonbon. Und dann haben wir es ja schon von 35 auf 47 gebracht. Was denn?
Ja, warte, ich werde attackiert von einem Vogel. Wir kommen hier nicht voran in der Aufnahme, ist auch geil. Ich meine, ich drin, beschwere mich nicht, ich brauche die EP-Bonbons, weil ich muss ja auch irgendwie leveln. Ah, die. Ja. Das wolltest du ja haben. Aber bringt ja halt eher nichts. Ich dachte, das solltest du eh nicht benutzen. Was war es jetzt? Psycho? Unlicht? Unlicht. Okay. Bereit, oh yeah, yeah, yeah. Du hast ja auch einen geilen Doppel. Wahrscheinlich alles Käfer. Oder Eisflug. Oder, ja, das gut. Das wäre gut, dann könnte ich Eisflug mitnehmen. Eisflug ist schon geil. Ich kenne gar nicht so viele Eisflug-Pokémon, außer jetzt mal Arktos oder so. Was gibt's eigentlich für Eisflug-Pokémon? Das stimmt, das ist eine gute Frage. Mir fällt jetzt auch gerade keines ein. Ich glaube, es wird nicht Eisflug sein. Es wird wahrscheinlich Eiskäfer. Obwohl ich Eisflug jetzt auch... Findest du? Ich glaube, wenn ich es auch früh entdeckt hätte... Ich weiß nicht. Dieses Auge dort. Auge! Warte, von der Perspektive oben beim Kristall sieht es so aus wie Sektonia aus Kirby. Gut, Mondgewalt. Dö. Man merkt schon, dass Teddy stärker ist als ich. Nein! Stachelspore! Was denn? Ja, ich hab Synchro zum Glück. Das ist sehr, sehr geil. Ja, hat sich von allen negativen Effekten befreit. Danke, das hat sehr viel gebracht dann. Was, ich bin paralysiert? Da muss ich mich sofort befreien. Ja, ich lasse mir Zeit. Es fängt an zu schneien. Danke. Oh, Flinkklaue hat sich mal wieder aktiviert. Wow, also echt. Ach, paralysiert, stimmt. Entschuldigung. Es war so klar. Ist aber schon mal so. Ich mach meinen Kampf nicht mehr müde. Ich glaube, ich bin da nicht mehr drin. Ich glaube, nur. Ah, auch fies. Spezialverteidigung steigt. So machen wir natürlich auch keinen Schaden dann. Ja, ist halt doof. Ist ärgerlich. Noir ist paralysiert. Ich kann nicht angreifen. Du auch nicht? Also, wie sahst du aus? Ja. Also, ich sehe, glaube ich, immer zuerst, was bei dir passiert. Das heißt also. Wenn ich bei dir ein Paralysezeichen-Ding sehe. Ja, bei mir jetzt aber auch. Das war, ich glaube, das liegt daran, weil es ein Schild gemacht hat. Weil es diesen Scheiß-Schild gemacht hat. Der ist auch kacke einfach. Ich töte mich jetzt erstmal, damit ich die Paralyse los bin. Das bringt ja nichts. Diese Paralyse macht ja nichts. Ihr macht das schon alle allein. Ich bin einfach nur da, okay? Flinkklaue und ich werde nicht angreifen. Okay, doch, anscheinend. Das freut mich ja sehr. Okay, jetzt bin ich tot. Tschüss. Ihr macht das alles schon. Ihr schafft das. Ich mach ich das. Ihr macht das gut. Ihr macht das gut. Wieso ist mein Noir unsichtbar jetzt gewesen? Wo ist mein Noir? Ich habe kein Pokémon mehr. Ja, greif das unsichtbare Nichts an. Ja, Gardevoir. Ich mag mein Pokémon. Es ist nämlich nicht da und kann Flinkklaue einsetzen. Ich glaube, mein Gardevoir ist tot. Also richtig tot. Ah, ich kann nicht mehr länger. Wieso? Ich habe das doch gerade getötet. Ich glaube, Noir hat keinen Einfluss mehr auf diese Welt, oder? Noir existiert nicht mehr. Noir, tschüss. Es war schön, dich gekannt zu haben. Das war wahrscheinlich die letzte Entwicklung, oder? Wenn es Gardevoir für immer unsichtbar bleibt, würde ich weinen. Pokéball, los! Genau, genau. Los, Drago! Geiler Effekt. Schwebt der Ball? Genau. Weil mein Gardevoir gerade unsichtbar war, habe ich 500 Punkte mehr. Okay. Und was für ein Spiel spielen wir gerade? Bakugan. Pokégan. Bakugan. Bakugan. Hm.
Seine großen Flügel setzen beim Fliegen eine Eiskälte frei, wodurch es Schneestürme auslöst. Klares Schmelzwasser trinkt es besonders gern. Ich meine, wenn ich jetzt nicht schon Ramot hätte, würde ich es vielleicht sogar mitnehmen. Aber ich finde blöd, zwei ordentliche Käfer. Deswegen frage, habe ich ja gefragt, ob es dir überhaupt was bringt. Das stimmt. Ich kann dich jetzt auch einfach verteilen. 5 L-Bonbons hat das Ding gegeben. Dann geben wir 2 ab hier. Ich gebe noch eins ab, würde ich sagen. Hui, Knirscher. Knirscher ist cool. Du bist auch ein normaler Angreifer. Das ist auch gut. Eiszahn ist halt auch geil. Ich glaube, weiß halt nicht, ob... Der Rest ist halt, ja, dann mache ich Eiszahn mal weg. Dann mache ich Knirscher rein. Jetzt mache ich hier aber mal Pumpros, muss man nochmal was machen. Aber ich glaube, damit benutze ich mehr M-Bonbons. Das ist hier ein L-Bonbon für Gladiantri. Und dann nochmal, komm, mache ich auch mal unseren Kryo-Spino. Dann geht es langsamer voran. Na gut, ich hätte jetzt wirklich überlegt. Ah, hier haben wir sogar den Killerfisch. Habe ich da auch schon mal gefangen, glaube ich. Im Raid, oder? Nee, Agilusa habe ich, glaube ich, noch nicht. Der Agilusa? Den habe ich noch nicht. Was denn? Das ist auch schlecht. Ich bin auch irgendwie mal in der Ruine gesprungen und dann bin ich in der Luft stecken geblieben und dann kam eine Schwarzblende und dann war ich am Boden. Also irgendwie weiß das Spiel, dass man in sowas stecken bleibt und das war's. Agilusa, ja, Agilusa, aber es kann sich sehr schnell regenerieren. Wirft es Teile seines Körpers ab, wirft, wird es leichter und ist somit imstande, seine Beute flink zu attackieren. Zu jumpscaren. Stimmt, das war das Pokémon. Ist auch geil. Zum Beispiel jetzt hier gerade, jetzt habe ich es gerade gesehen, Pokédex. Sehen wir mich, wenn ich jetzt mal reingehe, kann ich auch die Position 373. Warte mal. Warte kurz, okay. Ich werde es kurz überprüfen. Kann ich irgendwie ganz nach hinten gehen? Ja, 373 hier. Eisenrad ist hier bei 382. Also wenn es ein Pokédex ist, kann man es ja definitiv fangen. Und Habitat ist sicher unbekannt, oder? Hm? Ich frage mich, wo es wohl leben wird. Ja, warte, ich gehe doch schnell an Land. Relax. Elektro? Glaub mehr auch nicht, oder? Pflanze, Elektro? Mehr würde mir jetzt auch nicht einfallen. Deswegen finde ich Wasser auch so gut. Terra Raid, oh yeah! Oh nein, der Koala! Entferne ihn sofort! Früher dachte ich auch immer, Eis ist effektiv gegen Wasser, aber... Nein. Weil ich dachte immer, Eis gefriert Wasser und deswegen... Ich dachte auch, dass es eigentlich logisch wäre, wenn Stahl gut gegen Elektro wäre, weil Stahl leitet ja Elektro nicht. Ja, ich weiß. Manche Logiken sind halt schon ein bisschen seltsam im Spiel.